Nunmehr hat das Wort der Kollege Heidkamp für die Fraktion der AfD. Als nächstes ist Bündnis 90 Die Grünen auf meiner Liste. Bitte noch um eine Wortmeldung, damit wir das dann auch alles gut organisieren können. Nur keine Hektik. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Wissler, da Sie mich ja dankenswerterweise mit einer intelligenten Idee und Forderung erwähnt haben, möchte ich mich revanchieren. Sie haben ja recht. Die Welt wird erst gerecht sein, wenn alle Menschen reich, intelligent, gesund, jung, schön, stark und glücklich sein werden. Ihre Rede war dann auch folgerichtig, hätten aber den Herrn Bouffier und den Herrn Boulanger die Haushalte 2020 bis 2025 gekostet. In Vorbereitung des heutigen Plenums, Herr Bouffier, mir ist da eben etwas aufgefallen. Ja, Sie sind ein begnadeter Verkäufer. Und Sie teilen ein Schicksal der AfD. Die Darstellung, die wir empfinden in den Medien, entspricht überhaupt nicht unserem eigenen Empfinden. Und die Darstellung der Regierungspolitik in der Frankfurter Allgemeinen, im Handelsblatt, im Fernsehen und in diesen kritischen Sendungen ist irgendwie anders als das, was wir vorgetragen haben. Herr Kollege Heidkamp, ich habe eine herzliche Bitte. Das mache ich gerne. Der Ministerpräsident mag das anders mögen, aber unsere Dienstleister sehen es anders. Bitte ins Mikrofon reden. Das war aus reiner Nettigkeit. In Vorbereitung des heutigen Plenums haben wir uns noch einmal die Reden von Herrn Lambrou und von mir zum Haushaltsplan 2020 angesehen. Und ich war schon versucht, die wichtigsten Bemerkungen und Anregungen aus den damaligen Reden hier noch einmal vorzutragen. Viele der damals von der AfD kritisch und korrekturbedürftig gesehenen Fehlentwicklungen sind nach wie vor virulent. Das wirkt befremdend, denn das Jahr 2020 war ja allgemein, jedenfalls ab dem März 2020, als epochale Ausnahme empfunden und dargestellt. Dabei war und ist nicht das Virus die epochale Ausnahme. Die epochale Ausnahme ist die Reaktion der Politik der im Jahre 2020 regierenden Parteien in den Ländern, in Berlin und in Brüssel. Diese Klarstellung ist wesentlich für die kritische Stellungnahme der Alternative für Deutschland zum Verlauf des Jahres 2020 und zum Haushaltsplan 2021. Der Gesundheitsminister Jens Spahn hatte da wohl eine gewisse Vorahnung, als er sagte, dass er und seine Kollegen sich im Nachhinein bestimmt für einiges werden entschuldigen müssen. Es fehlt leider auch bei ihm der Hinweis, bei wem er und seine Parteikollegen sich in Zukunft zu entschuldigen denken. Diese wesentliche, politisch höchst brisante Frage der wirtschaftlichen und sozialen Folgen und Verwerfungen werden uns noch Jahrzehnte beschäftigen. Ende 2019 ist eben kein unbekannter Meteorit auf der Erde aufgeschlagen. Nein, SARS-CoV-2 ist keine Naturkatastrophe, sondern eines von vielen Coronaviren, die seit den 60er Jahren bekannt sind. Mit dem von ihm ausgelösten Lungenkrankheit COVID-19 haben die Wissenschaftler seit Jahren gerechnet und die Verwaltungen haben gegen dessen potenzielle Gefährdungen und Verheerungen schon vor Jahren umfangreiche Pandemiepläne entwickelt, die aber leider alle in den Schubladen der Ministerien abgelegt wurden. Daraus werden sich sehr unangenehme Fragen in der Zukunft ergeben, die unter Berücksichtigung der katastrophalen Folgen gestellt werden müssen. Wer wird die Zeche bezahlen müssen? Die Regierungen in Berlin und Wiesbaden sind zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des Jahres 2021 die Lungenkrankheit COVID-19 weitgehend überwunden hinter uns gelassen haben werden, zumindest in Deutschland. So muss man die Ankündigungen interpretieren, dass es bis Ende Dezember 2020 hochwirksame, für alle Bevölkerungsgruppen geeignete, nebenwirkungsarme, gut verträgliche und im Laufe des Jahres 2021 für die gesamte Bevölkerung in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehende Impfstoffe geben wird. Nur unter dieser Prämisse und der prinzipiell freien Entscheidung, sich impfen zu lassen, haben wir den 150 Millionen Euro aus dem 5. GZSG-Maßnahmenpaket im Haushaltsausschuss für die Einrichtung der Impfzentren zugestimmt. Die Folgen der unkoordinierten Panikreaktion der Politik,
die völlig überzogenen Sondervermögen, die astronomische zusätzliche Verschuldung der EU, des Bundes, der Länder, der Kommunen, der gewerblichen Wirtschaft und der privaten Haushalte und Personen wird unsere und die Zukunft kommender Generationen noch über Jahrzehnte belasten. Das Bundesministerium der Finanzen hat mit dem 5. Bericht zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 2020 eine bemerkenswerte Grundlage für die Planperiode bis 2060 veröffentlicht. Es lohnt sich, sie aufzumachen und zu lesen. Wenn einem die Annahmen des amtierenden Finanzministers Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD, auch manchmal etwas rosarot optimistisch vorkommen, ist seine Gesamteinschätzung doch: Wir könnten es schaffen bei allen Problemen, wenn nichts dazwischen kommt. Leider beruhen aber alle Annahmen, alle Zahlenreihen auf dem Stand Dezember 2019 und sind damit weitgehend obsolet. Die regierenden Parteien haben sich in ihren kurzfristigen Egoismen bei der Finanz, der EU, der Euro, der demografischen, der Migrations- und aktuell bei der Corona-Krise dazu verleiten lassen, die finanziellen Folgen ihrer Fehlentscheidungen in Form von gewaltigen öffentlichen Schulden in die Zukunft zu verschieben, sogar auf noch nicht einmal geborene Generationen abgewälzt. Die illusorische Sublimation der Verschuldung auf den höheren Ebenen der nationalen und supranationalen Organisationen wird zur Erlösung erhoben mit dem esoterischen Prinzip: Um Schulden niemals zurückzahlen zu müssen, müssen sie so groß werden, dass niemand sie mehr zurückzahlen kann. Griechenland, Italien, Spanien, bald Frankreich machen also alles richtig. Den Schaden überlassen sie Deutschland. Die EU und die Kommission sind zwar die Krönung. Über den Euro sind wir schicksalhaft mit ihnen verbunden. Aber Deutschland und Hessen sind auch nicht schlecht unterwegs. Der Reparaturumlage- und Umschichtungswahnsinn in Programmen wie Schutzschirm, Hessenkasse, Starke Heimat und so weiter wird zwar in einer gewissen Selbstberäucherung, die wir ja eben auch gehört haben, gefeiert und sogar zur Nachahmung empfohlen, ist aber eigentlich der Beleg dafür, dass Aufgaben und Mittel nicht richtig zugeordnet werden. Wenn aber Konnexität und Subsidiarität auf kommunaler, auf Landes- und bald auch auf Bundesebene faktisch ausgehebelt werden, kann von einer Erfolgskontrolle keine Rede mehr sein. Wenn der Bund in die föderalen Zuständigkeiten hineinwirken will, dann trägt er einfach 90% der Kosten. Welches Land, welche Stadt, welche Kommune will sich das entgehen lassen? Das haben wir auch im Haushaltsausschuss erlebt. Es war eine unsinnige Maßnahme, die vorgeschlagen wurde, aber das Land musste nur 10% tragen. Also wurde sie gut geheißen. Die EU hat das Prinzip übernommen. Der Haushalt der EU speist sich aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten. Das haben wir unterschrieben. Die nicht in den Maastricht-Verträgen aufgenommene EU-Verschuldung von 750 Milliarden Euro, aber wobei 390 Milliarden auch noch verschenkt werden, sind ein gewaltiges, rechtlich fragwürdiges Machtmittel. Die Corona-Krise ist den EU-Euphorikern eine willkommene Gelegenheit auf dem Weg in den Europäischen Staatenbund. Schulden sind ein mächtiges Machtmittel. Die Verschuldung, diesem systemimmanenten süßen Gift der Demokratie, versucht man daher seit langem einen Riegel vorzuschieben. Zu Zeiten von Karl Schiller, dem ersten Superminister der BRD, sollten die aufgenommenen Kredite auf die Investitionen beschränkt werden. Einer nur der Geldstabilität verpflichteten Bundesbank hielt in Deutschland lange die Daumen drauf und verhinderte manchen Unsinn. Die Stabilität des Euro sollte einmal geschützt werden durch Obergrenzen bei der jährlichen und der aufgelaufenen Verschuldung pro Land. Dann kam die Idee mit der Schuldenbremse, sogar in die Verfassungen geschrieben, per Volksentscheid. Es hat alles nichts genutzt. Obwohl die Regierungen, auch in Hessen, eigentlich wissen müssten, dass es ab einer gewissen Höhe praktisch unmöglich ist, die Verschuldung wieder abzubauen, wird weitergemacht, als ob es kein Morgen gäbe. Finanzminister Scholz will eben Kanzler werden und Finanzminister Boddenberg Ministerpräsident. Auch das Sondervermögen, das GZSG, ist solch ein Machtmittel. Viele Unternehmen sind gezwungen, ihre Beschäftigten in Kurzarbeit zu entlassen. Deren Lohn wird nicht mehr erwirtschaftet, sondern kommt mit kleinen Abschlägen von der Bundesagentur für Arbeit bzw. bald nach Auflösung ihrer Rücklagen vom Bund. Ich erinnere da mal an das Schur-Programm, mit dem wir die Europäer stützen sollten. Ist alles weg. Die Kommunen verlieren wesentliche Teile ihrer Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen. Um die fehlenden Einnahmen zu kompensieren, legt das Land zusammen mit dem Bund ein großzügiges Programm zur Erstattung der Steuerausfälle der Kommunen auf.
alles bekannt. Über das Steuervermögen holt sich das Land dann die Differenz zwischen den eingebrochenen Steuereinnahmen und dem im Boomjahr 2019 prognostizierten Steuerwachstum aus Krediten, die später im Haushalt getilgt werden müssen. Es ist absehbar, dass der Bund hier bald den Ländern unter die Arme greifen muss. Die Diskussion hat ja schon in aller Vehemenz angefangen. Alle Akteure in dieser Kette machen weiter, als sei nichts geschehen, jedoch ohne, dass eine echte Wertschöpfung dem anhaltenden Konsum zugrunde liegen würde. Wir können auch alle aufhören zu arbeiten, kriegen das Geld vom Bund überwiesen und das BIP wird steigen. Das wird das Wunder. Die Menschen sehen und merken die Auswirkungen der Verschuldung erst einmal nicht. Das ist natürlich sehr schön, wenn man Waren vor sich hat. Auf den Konten häufen sie sich aber an. Der deutschen Bevölkerung wird Sand in die Augen gestreut mit der Darstellung, dass die Schuldenquote in Deutschland in 2021 lediglich von 60 auf die moderate Größe von 80% anwachsen wird. Alles halb so schlimm im Vergleich zu den Zahlen in Griechenland, Italien, Spanien und Frankreich. Darüber wird aber vergessen, dass wir mit diesen Ländern über den Euro in einem Währungsverbund gefangen sind. Im Euroraum stieg die Schuldenquote von 86% im Jahr 2019 auf über 102% im Jahr 2020, wobei die großen Länder gerne auch mal auf die 130 und die 150% zusteuern. Über den gesamten Euroraum, aber für den gesamten Euroraum stehen die Deutschen gerade. Die detaillierte Befassung mit dem normalen Haushalt für 2021 und die Folgejahre ist in einem solchen Umfeld vollkommen unbefriedigend. Man fühlt sich vorgeführt. Es macht wenig Sinn, einzelne Positionen kritisch zu hinterfragen, wenn der Finanzminister einen Sondertopf von 12 Milliarden im Rücken hat, aus dem er sich je nach Laune und Interessenlage bedienen kann. Der Haushaltsplanung dann auch noch den Anspruch, vermeintliche Solidität geben zu wollen, ist durchaus gewagt. Tatsächlich verkauft uns die Landesregierung ihre Haushaltspolitik damit, dass sie die Schuldenbremse in den Jahren 2020 bis 2024 einhalte. Die gleichzeitige Kreditaufnahme im Rahmen des Sondervermögens wird dabei nur leise am Rande erwähnt, für den Wähler nicht erkennbar. Vor zwei Tagen, am 6.12.2020, erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel von Ferdinand Kirchhoff, ein ehemaliger Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, mit folgenden Kernaussagen, denen wir voll zustimmen. Mir ist aufgefallen, dass Richter am Bundesverfassungsgericht immer sehr mutig werden, entweder wenn sie in Pension sind oder kurz davor stehen. Die Nothilfen dürfen allein zur Abwehr der Pandemie eingesetzt werden und nicht zur Finanzierung schon vorher geplanter oder notwendiger politischer Programme. Erst wenn die, das ist ja toll, ich meine, was wir hören, was in Hessen alles jetzt geschieht mit der Digitalisierung. Ja, es muss ja so viel getan werden, weil vorher nichts passiert war. Ich meine, erst wenn die Rücklagen nicht ausreichen, dürfen Notlagenkredite aufgenommen werden. Man darf nicht Mittel in einem Jahr ungenutzt parken, um den Etat des nächsten Jahres in Einnahmen und Ausgaben ausgleichen zu können. Das macht man so, wenn man 12 Milliarden hat, 2030 Wahlen, dann spart man ein bisschen. Wir haben ja noch nicht so viel ausgegeben, aber das kommt ja noch. Sonderkassen für zukünftige Jahre sind unzulässig. Das Parlament muss in jedem Jahr aufs Neue über die gesamte Finanzsituation des Staates entscheiden. Die Grundsätze Jährlichkeit, Öffentlichkeit, Wahrheit, Klarheit sind niemals unvermittlich erfehlen, sondern geltendes Verfassungsrecht und stehen damit für den Haus als Gesetzgeber nicht zur Disposition nach politischem Ermessen. Dass die mit dem Artikel 141 Gesetz zulässige Nettokreditaufnahme von 848 Millionen Euro im Jahr 2021 leicht unterschritten wird, liegt alleine daran, dass dem Haushalt zusätzlich zu Zuweisungen für die Finanzierung der echten und umso zahlreicheren vermeintlichen Corona-Maßnahmen 541 Millionen aus dem Sondervermögen zugeführt werden, denen keine konkreten Ausgaben entgegenstehen. Wenn man diese Summe nun auf die Nettokreditaufnahme des Jahres 2021 aufschlägt, landet man bei einer tatsächlichen Neuverschuldung von 1,4 Milliarden. Diese 1,4 Milliarden überschreiten die Obergrenze für die zulässige Nettokreditaufnahme um nahezu 65% und sprengen somit die Schuldenbremse.
Durch die Aussetzung der Schuldenbremse im Sommer dieses Jahres hat sich die Landesregierung die Möglichkeit gegeben, bis zum Jahr 2023 insgesamt 12 Milliarden aufzunehmen. Die Schulden türmen sich nun in einen Extrahaushalt, der nicht durch die Regularien der Schuldenbremse erfasst wird. Hier von einer Einhaltung der Schuldenbremse zu sprechen, ist schon dreist und irreführend. Die Verschuldung hätte sowieso im Kernhaushalt abgebildet werden müssen. Schließlich ist aus dessen Mitteln in den nächsten Jahren auch die Tilgung zu leisten. Das Sondervermögen verdient ja nichts. Der Abgeordnete Reul ist leider nicht da heute, hat auf Basis des Zahlenmaterials zur Pressekonferenz vom 2. November 2020 mit dem blumigen Titel »Beherzt investieren, besonnen haushalten« im Plenum dazu eine beschwichtigende Rede gehalten. Bei Erhöhungen in den Bereichen Bildung, innere Sicherheit, Justiz stellte der Abgeordnete Reul die polemische Frage, so etwas unschuldig, »Tja, was, wo wollen Sie da sparen?« Richtig, Herr Reul. Auch wir glauben, dass man in den von Ihnen explizit angesprochenen und zwar in weiteren Bereichen leider mehr Geld ausgeben muss. Nur anders als Sie stellen wir die Frage, warum müssen wir da mehr Geld ausgeben? Warum bei der Justiz, warum bei der Polizei, warum bei der inneren Sicherheit? Wurden von der Regierung Fehler gemacht, die uns nun teuer zu stehen kommen? Meine Fraktionskollegen werden die undankbare Aufgabe übernehmen und auf die einzelnen Pläne in diesem Sinne hier eingehen. Wir interpretieren einige wichtige Themen, insbesondere Ausgaben, eben anders als die Regierung. Die Lösungen für die Probleme der Menschen aus Afrika und dem Mittleren Osten müssen in Afrika und dem Mittleren Osten gesucht und gefunden werden. Die Lösungen für die demografischen Probleme in der EU und in Deutschland müssen in Europa gesucht und gefunden werden. Wenn man aber diese Menschen unter rechtlich fragwürdigen und aus eigennützigen Motiven unter Ausnutzung der miserablen, unmenschlichen Bedingungen in ihren Heimatländern in die EU nach Deutschland lockt und holt, um eigene Probleme wie die Folgen der demografischen Entwicklung abzumildern oder zu umgehen, dann muss man allerdings auch bereit sein, den Preis zu zahlen. Die Migration in die EU löst jedenfalls die Probleme der Menschen in den Heimatländern nicht. Eine ehrliche Antwort auf diese Frage würde beiden Seiten gut tun. Der Stabilitätsbericht des Landes Hessen, das sind ja alles ganz offizielle Papiere, des Landes Hessen 2000 spricht eine deutliche Sprache. Auf Seite 10 steht ein Kernsatz, ich darf zitieren. Das Land muss im Landeshaushalt die Weichen so stellen, dass nach dem Auslaufen des Sondervermögens nicht nur die Regelgrenze für die Kreditaufnahme wieder eingehalten werden kann, sondern auch die Tilgung der Notfallkredite aus dem Haushalt sichergestellt ist. Das Sondervermögen ist die Verpflichtung, den Landeshaushalt während der Geltungsdauer des Sondervermögens, also bis Ende 2023, an die durch die Corona geänderten ökonomischen Rahmenbedingungen anzupassen. Das Sondervermögen über die Verschuldung des Haushalts zu tilgen, ist ein unverantwortliches Nullsummenspiel. Leicht modelliert wird daraus in der oben zitierten Presseerklärung des Hessischen Ministeriums der Finanzen, Sie müssen das genau hinhören, das ist ein ganz kleiner Unterschied. Der Schlüssel für eine erfolgreiche Konsolidierung liegt in einer Begrenzung künftiger Ausgabenzuwächse. Das klingt für den geneigten Wähler erst einmal sehr ähnlich wie die Forderung aus dem Stabilitätsbericht, ist aber etwas ganz anderes. Eine erfolgreiche Konsolidierung über die Begrenzung zukünftiger Ausgabenzuwächse kann nur gelingen bei substanziellem Wachstum des Bruttosozialprodukts. Da hat die CDU leider den falschen Koalitionspartner. Nichts ist für die Grünen verwerflicher als Wachstum. Autobahnen werden in Deutschland nur noch gebaut, solange Minister Al-Wazir nicht in Berlin in der Regierung ist. Die rentablen Bereiche der deutschen Wirtschaft werden gerade abgewickelt und durch hochsubventionierte Unternehmen und Vorhaben ersetzt. Der Kanzlerkandidat dieser grünen Partei, Herr Habeck, will mal locker zusätzlich 500 Milliarden Euro in die Hand nehmen, weiß aber noch nicht so richtig wofür. Da steht er Frau von der Leyen in nichts nach. Jedenfalls sind es zusätzliche Schulden. Denn nach 15 Jahren Merkel werden die Konten in Deutschland ja abgeräumt sein. Unsere Medien und Journalisten sollten Herrn Habeck und seine Freundinnen einmal um einen Businessplan bitten für seine Ideen mit den 500 Milliarden.
Wenn alle Kernkraftwerke und alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sein werden, gegen Kompensationen weiß über 100 Milliarden, wenn die Sonne mal länger nicht scheint und kein Wind weht, uns also ein paar Terawattstunden für die scheußlichen Überlandleitungen fehlen, wenn Zehntausende ehemals hochbezahlte Industriearbeiter der Automobilindustrie bald Hartz IV beziehen und früh verrentet werden, wenn wir unsere sparsamen und sauberen Verbrennungsmotoren in China und Ungarn kaufen müssen, wo kommt denn dann das Wachstum her, aus dem wir die tollen Ideen von Herrn Habeck, Frau Baerbock und Herrn Al-Wazir in Zukunft finanzieren und subventionieren können? Mit der Wertschöpfung aus den subventionierten Lastenfahrrädern wird das nicht funktionieren. Da kann sich Frau Ministerin Priska Hinz noch so werbewirksam vor dem Hauptbahnhof mit so einem Gefährt ablichten lassen. Eines haben die von den Grünen favorisierten Projekte, Unternehmen und Produkte immer gemeinsam. Sie sind immer teuer und keiner will sie ohne massive Subventionen des Staates übernehmen und schon gar nicht kaufen. Wenn die Grünen und ihre Gesinnungsgenossen an die Macht kommen, werden die Deutschen wesentlich ärmer sein, und zwar kollektiv. Wer auf so einem hohen moralischen Ross wie die Grünen daherkommt, sollte den Menschen und Wählern reinen Wein einschenken. Ich achte die Führungsmannschaft für intelligent genug, um zu verstehen, was sie da auslösen werden. Mangel konnte friedlich am Ende immer nur in autoritären, freiheitsfeindlichen Strukturen verwaltet werden. Ist das das wirkliche Ziel der Grünen? Zurück zum Stabilitätsbericht, Seite 13. Die Herausforderung besteht darin, die Ausgaben im Landeshaushalt an die durch die Pandemie bedingte dauerhaft geringere staatliche Einnahmebasis anzupassen. Korrekt übersetzt bedeutet das, dass ausgefallene Dividendenzahlungen zu Einsparungen im Landeshaushalt führen müssten und nicht zu Überweisungen aus dem Sondervermögen. Bei den dem Haushaltsausschuss vorgelegten und mit einfacher Regierungsmehrheit durchgedrückten Maßnahmen wird das anders gemacht. Weiter im Text. Der Schlüssel für eine erfolgreiche Konsolidierung des Landeshaushalts liegt hierbei vor allem in einer konsequenten Begrenzung zukünftiger Ausgabenzuwächse durch eine starke inhaltliche Prioritätensetzung. Deutlicher kann man nicht sagen, dass die aus dem Sondervermögen gezahlten Maßnahmen Teil der jährlichen Haushalte sind und entsprechend dem Haushaltsrecht im Landtag behandelt und beschlossen werden müssen. Von einer solchen inhaltlichen Prioritätensetzung ist in der Haushaltsplanung für die Jahre 2021 und Folgendes nichts erkennbar. Im Gegenteil, schon 2021 steigt das Haushaltsvolumen gegenüber dem Vorjahr nochmal von 38,3 auf 39,9 Milliarden und dies, obwohl man von rund 1,3 Milliarden geringeren Steuereinnahmen ausgehen muss. Wir haben schon bei der Diskussion über das Artikel 141 Gesetz gesagt, dass nicht die Ausgaben des DZSG das eigentliche Problem ist. Es ist die Tilgung. Es ist ja leicht, im GZSG eine verbindliche Tilgung mit genauen Beträgen über 30 Jahre zu garantieren, wenn der Landeshaushalt dafür gerade steht. Wo ist denn der nachvollziehbare Tilgungsplan des Landes, des Bundes, der EU? Uns interessiert viel mehr als die Kosten irgendwelcher beleuchteter Fahrradwege, unter welchen Prämissen, unter welchen Voraussetzungen die Regierung glaubt, den in nur 3 Jahren aufgehäuften exorbitanten Schuldenberg in den nächsten 30 Jahren wieder abtragen glaubt zu können, unter gleichzeitiger Anstrengung, um die Fehler der Vergangenheit korrigieren und die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können. Wie soll das gehen? Schon die erste Überweisung für die Tilgung des Sondervermögens aus dem Haushalt 21 beträgt mit 200 Millionen das Doppelte der ursprünglich 100 Millionen Euro, die man 2019 in einer absoluten Konjunkturhochphase mit sprudelnden Steuerquellen für die Tilgung der Altschulden noch für möglich gehalten hat. Schon ab dem Jahr 24 sollen für die Tilgung des Sondervermögens 300 Millionen jährlich aus dem Haushalt überwiesen werden. Daraus werden in den letzten 20 Jahren 445 Millionen Euro pro Jahr und damit das 4,5-fache der Rückführungen der Schulden, die man sich zutraute, als die Schuldenbremse noch wirklich galt, verfassungsrechtlich definiert und durch klare restriktive Ausführungsbestimmungen geschützt war. Den Linken fällt ja nun wirklich nichts Besseres ein, als diesen schon bedenklich wankenden Schutzwall ganz einzureißen. Ich würde mal sagen, die gefährlichen Querdenker unserer Gesellschaft sitzen links, von mir aus gesehen.
Die AfD reicht aus diesem Grund einen Gesetzentwurf ein, mit dem die Schuldenbremse nicht nur als Feigenblatt in der Verfassung stehen soll. Herr Schalauske, Sie müssen aufpassen mit Äußerungen im Haushalt. Zum Beispiel, Sie haben mich beschuldigt, dass die AfD so ein lausiger Laden ist, dass man den EP11 nicht organisieren konnte. Die E-Mails liegen bei Ihnen im Büro vor. Hat er gesagt, lausiger Laden. Die E-Mails liegen bei Ihnen vor. Die AfD reicht aus diesem Grund einen Gesetzentwurf ein, mit dem die Schuldenbremse nicht nur als Feigenblatt in der Verfassung stehen soll, sondern mit den erforderlichen Hürden, um die es der CDU und der FDP damals vermeintlich gegangen ist. Der Fehler, die Abstimmungsmodalitäten in ein einfaches Gesetz zu schreiben, muss behoben werden. Bei der Abstimmung werden wir ja sehen, ob es der FDP und der SPD ernst ist, mit der Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten des Landtags als Bedingung, um einen Haushalt über Kredite finanzieren können. Die Länder Sachsen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben ein solches Quorum bereits in ihren Verfassungen stehen. Der hessische Haushalt 21 wirkt wie aus der Zeit gefallen. Sobald das Insolvenzrecht wieder greift, sobald die Milliarden von Land, Bund, EU, EZB sich am Mittelmeer in Luft aufgelöst haben, verpufft sind, werden wir eine drastische Währungs- und Bankenkrise haben. Ohne den Euro wäre Deutschland dies alles erspart geblieben. Die restlichen europäischen Länder hätten ihre Währungen wahrscheinlich massiv abwerten müssen. Wir hätten ihnen aber unsere Vermögen nicht schenken müssen, damit sie weiter bei uns einkaufen können. Wir sollten umkehren. Wir sind auf einem Irrweg, nicht erst seit Corona. Die nächste Krise ist absehbar, und wenn wir so weitermachen wie bisher, schaffen wir es in naher Zukunft nicht mehr, heil aus der Sache herauszukommen. Eins habe ich allerdings als Abgeordneter gelernt. Veränderungen erreicht man nur in Krisen. Das stimmt nicht. Angesichts der aktuellen Entwicklung dann schon wieder zuversichtlich. Vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp, für den Redebeitrag. Bevor das Pult geputzt wird, habe ich nur eine Bitte, die mir auch selbst auffällt, wenn ich im Plenum sitze. Wegen der Masken redet man lauter, wenn man mit dem Nachbarn sich unterhält. Deshalb vielen Dank, dass Sie da eben ein bisschen eingegriffen haben. Das fällt einem gar nicht so auf, aber man hört es halt dann, wenn man lauter spricht. Und das ist meine herzliche Bitte. Unterhalten ist auch ganz wichtig hier in diesem Raum, aber so leise, dass es hier vorne keinen stört. Jedenfalls dann, wenn er redet. Und als Nächste redet der Kollege Wagner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sind von der Uhrzeit ja mittlerweile im Abendprogramm angekommen, und nach dem Beitrag meines Vorredners sage ich herzlich willkommen zurück aus der Pause. Jetzt geht es wieder um den Landeshaushalt 2021. Natürlich stellt uns auch dieser Haushalt 2021 vor die Herausforderungen, die Corona-Pandemie mit sich bringt, aber eben nicht nur. Die Corona-Pandemie hat zur Folge für alle öffentlichen Haushalte, dass die Einnahmen dramatisch einbrechen und dass wir gleichzeitig dramatisch höhere Ausgaben haben, um diese Krise aufzufangen, um diese Krise zu bewältigen. Und dann stellt sich die politische Frage, wie gehen wir mit dieser Situation um? Wegbrechende Einnahmen auf der einen Seite, steigende Ausgaben auf der anderen Seite. Und da gibt es die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Entscheidung. Wir können sagen, wir versuchen, diese einmalige Situation, in der wir sind, von Haushaltsjahr zu bewältigen. Wir können versuchen, vielleicht monatlich den Landeshaushalt anzupassen, um irgendwie es passend zu machen mit den Herausforderungen dieser Krise.
oder wir entscheiden uns für eine andere Lösung. Wir entscheiden uns für einen großen Rahmen, der es dann auch möglich macht, über mehrere Jahre verlässlich und unbürokratisch und schnell auf die Herausforderungen dieser Krise zu reagieren. Und genau das haben wir mit dem Sondervermögen getan. Wir haben uns für das Sondervermögen entschieden, weil wir der Krise eben nicht hinterher sparen wollen, weil wir eben nicht jedes Jahr Entscheidungen treffen wollen und treffen können, wie wir Milliardenbeträge in den öffentlichen Haushalten von Kommunen und vom Land einsparen. Wir haben die Entscheidung für dieses Sondervermögen getroffen, weil wir schnell und unbürokratisch auf die Krise reagieren wollen. Und bei aller Wertschätzung für das normale Haushaltsverfahren, schnell und unbürokratisch ist dieses Haushaltsverfahren nicht. Aber wir müssen jetzt Antworten geben, wenn wir beispielsweise die Impfzentren aufbauen, wenn wir den Impfstoff kaufen wollen. Wir müssen jetzt darauf reagieren, wo wir Unterstützungsbedarfe in der Wirtschaft haben. Wir müssen dann Corona-Schutzausrüstung und Corona-Tests kaufen, wenn es den Bedarf dafür gibt. Und dafür können wir nicht jedes Mal ein aufwendiges Haushaltsverfahren in diesem Hessischen Landtag machen. Und wir haben uns für dieses Sondervermögen und damit für eine außergewöhnliche Antwort entschieden, weil auch die anderen Herausforderungen für unser Land während der Corona-Krise keine Pause machen. Sie machen keine Pause. Der Klimawandel geht weiter. Die Herausforderungen für soziale Gerechtigkeit und für Investitionen in Bildung bleiben. Und wir haben gerade wegen Corona alle Hände voll zu tun, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu wahren. Und weil wir uns auch um diese Herausforderungen kümmern wollen, deshalb braucht es auf diese Herausforderung eine klare Antwort im Haushalt 2021 und zur Bewältigung der Corona-Krise eine gesonderte Antwort mit dem Sondervermögen, wie wir es auf den Weg gebracht haben. Und wir investieren mit diesem Sondervermögen auch in die Zukunft, weil wir wollen, dass Hessen stärker aus der Krise hervorgeht, als wir in diese Krise hineingegangen sind. Und deshalb ist es doch klug, dass wir, wenn wir Wirtschaft und wenn wir Konjunktur stabilisieren wollen und stabilisieren müssen, und das ist in dieser Krise der Fall, dass wir das dann in den Bereichen machen, die uns nach der Krise auch einen großen Nutzen bringen. Und es ist völlig unbestritten, zumindest bis auf zwei Fraktionen hier in diesem Haus, es ist völlig unbestritten, dass es genau der Klimaschutz und die Digitalisierung sind, die gut investierte Maßnahmen zur Konjunkturstabilisierung sind, meine Damen und Herren. Und ich verstehe hier wirklich nicht die Haltung von SPD und FDP in diesem Hause. Ich verstehe es einfach nicht. Sie sagen ja nicht nur, dass Sie das falsch finden, dass wir in Klimaschutz und Digitalisierung investieren. Sie machen sich ja teilweise auch noch polemisch lustig darüber. Und da frage ich mich eigentlich, in welcher Welt leben Sie? In welcher Welt leben Sie? Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung als eine Antwort auf die Krise ist das, was alle Bundesländer in Deutschland tun. Das ist das, was die Bundesregierung tut, der SPD, glaube ich, angehört. Ja, es ist das, was die Europäische Union vorschlägt als Antwort auf die Krise. Investitionen in Klimaschutz und in Digitalisierung. Nur im Hessischen Landtag ist es bei SPD und FDP Anlass für maßlose Kritik. Ich verstehe es nicht, meine Damen und Herren. Ja, wir müssen für das Sondervermögen neue Schulden aufnehmen. Viele neue Schulden. Aber genau für diese Situation einer Notlage, einer Krise, sind doch die Ausnahmebedingungen der Schuldenbremse da.
In unserer Verfassung steht nicht, ihr dürft niemals neue Schulden aufnehmen. In unserer Verfassung steht, in normalen Zeiten müsst ihr die Haushalte ohne Schulden ausgleichen. Das ist auch völlig richtig. Aber in einer Notlage, da muss es möglich sein, auch mit Schulden auf diese Situation zu reagieren. Und wenn ich sage, es muss notwendig sein, darauf zu reagieren, das heißt nicht ein Freibrief. Das heißt, weiter sorgsam mit dem Geld umzugehen, weil diese Schulden müssen natürlich zurückgezahlt werden. Und deshalb ist es und bleibt es unser Ehrgeiz, mit dem großen Finanzrahmen, den wir mit dem Sondervermögen geschaffen haben, mit 12 Milliarden Euro, auch nicht vollständig auszuschöpfen. Aber wir wollten diese große Antwort geben, wir wollten diesen Möglichkeiten schaffen, um flexibel reagieren zu können. Nicht um Geld aus dem Fenster zu werfen, sondern dann, wenn Geld gebraucht wird, tatsächlich reagieren zu können, sparsam, besonnen und der Krise angemessen. Und es bleibt für uns dabei, das Aufnehmen von Schulden muss die Ausnahme in einer Krise sein. Weil nur wenn wir das so machen, wenn wir in normalen Zeiten vernünftig und umsichtig haushalten, dann haben wir überhaupt die Kraft, in der Krise so entschlossen zu reagieren, wie wir es jetzt tun. Und deshalb, wir wollen nach dieser Krise möglichst schnell zu einem ausgeglichenen Haushalt zurückkehren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, das ist auch ein Unterschied zu dem, was Sie diese Woche im Landtag beantragen. Sie sagen, Sie wollen die Schuldenbremse generell aussetzen. Das ist schon immer Ihre Position. Das ist schon immer Ihre Position. Sie begründen das jetzt mit Corona. Aber ich will sagen, ich halte das für ausdrücklich falsch. Es muss uns schon gelingen, unsere Ausgaben in einem normalen Jahr auch ohne Schulden zu finanzieren. Das muss uns gelingen, weil nur so gewinnen wir die Kraft, in der Krise entschlossen zu reagieren. Mit dem Sondervermögen bauen wir eine Brücke. Wir bauen eine Brücke über die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023, die, was die Belastungen der öffentlichen Haushalte, die Belastungen der Wirtschaft, die Belastung der Gesellschaft, die schweren Jahre werden, die aus der Corona-Krise folgen. Und damit auch das nicht abstrakt bleibt, was heißt das, Brücken zu bauen über die schwierigen Jahre, Herr Kollege Rock? Das heißt ganz konkret, dass wir den Kommunen mit dem Sondervermögen sagen konnten, in diesen schwierigen Jahren seid ihr mit der Bewältigung dieser Krise nicht allein. Wir unterstützen die hessischen Kommunen mit 3 Milliarden Euro bei der Bewältigung dieser Krise. Und damit schaffen wir es, dass den Kommunen auch mit Hilfe des Bundes in diesem Jahr die Gewerbesteuerausfälle ausgeglichen werden konnten. Und wir geben die Zusage als Land, dass die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, also das Geld, was das Land den Kommunen zur Erfüllung ihrer wichtigen Aufgaben zur Verfügung stellt, in den Jahren 21, 22, 23 nicht nur stabil bleibt, sondern jedes Jahr steigt. Ich finde eine großartige Leistung und ein weiterer Beleg, wie richtig das Sondervermögen in dieser Situation war. Und wir bauen diese Brücke über die schwierigen Jahre, weil wir nicht aufhören wollen, in diesen schwierigen Jahren uns auch um die anderen Herausforderungen für Hessen zu kümmern. Denn es wird nun einmal so sein, dass sich in diesem Jahrzehnt, in den 20er Jahren dieses Jahrzehnts entscheidet, ob wir den Klimawandel in den Griff bekommen. Es wird sich in diesem Jahrzehnt entscheiden, ob wir den sozialen Zusammenhalt, die soziale Erneuerung gestalten können und ob es uns gelingt, weiterhin allen Menschen faire Chancen zu gewähren. Und es wird sich in diesem Jahrzehnt auch entscheiden, ob unsere Gesellschaft beieinander bleibt
oder ob wir die Entwicklung wie in anderen Staaten nehmen, wo es immer polarisierter wird und die Gesellschaft immer weiter auseinandergeht. Diesen Herausforderungen wollen wir uns weiterhin stellen. Und auch deshalb bauen wir die Brücke mit dem Sondervermögen, um diese Herausforderungen bearbeiten zu können. Ökologischer Aufbruch, soziale Erneuerung und gesellschaftlicher Zusammenhalt, das sind Schwerpunkte dieser Koalition, und das sind auch die Schwerpunkte, die sich in dem Haushalt 2021 finden. Und es war ja geradezu ein Zerrbild der Wirklichkeit, Frau Kollegin Faeser, was Sie hier gemalt haben. Und deshalb will ich jetzt gleich in meiner Rede auch auf ein paar Bereiche eingehen und beschreiben, was wirklich in diesem Haushalt steht und woran wir wirklich in diesem Land arbeiten. Aber ich würde sagen, ich glaube, Angela Merkel hat es mal gesagt, Politik beginnt immer mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und wenn Sie nicht wahrnehmen, was ist, Frau Kollegin Faeser, dann können Sie auch nicht wissen, was Sie wollen. Und das hat Ihre Rede sehr gut heute wieder gezeigt. Sie nehmen nicht wahr, was passiert, und deshalb formulieren Sie auch keine Alternativen zu der Politik, die stattfindet. Sie leben schlicht und ergreifend in ihrer eigenen Welt. Sie leben in ihrer eigenen Welt, und ich sage Ihnen, wir können sehr gut damit leben, wenn Sie weiter in Ihrer eigenen Welt bleiben. Wir stellen uns unserer Verantwortung für Klimaschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt. Ich will da ein paar Punkte in Erinnerung rufen. Der Klimaschutzplan in Hessen ist in der Umsetzung, 140 Maßnahmen. Wir werden jetzt in die zweite Runde gehen, wo wir diesen Klimaschutzplan weiterentwickeln, neue Ziele uns setzen, neue Programme auf den Weg bringen. Wir arbeiten in Hessen daran, dass wir bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine CO2-neutrale Landesverwaltung haben. Auch hierfür stellen wir zusätzliche Mittel mit diesem Landeshaushalt zur Verfügung. Die Nassauische Heimstätte, die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, hat zum Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu arbeiten. Der Naturschutzetat wurde in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt, und wir legen noch einmal eine Schippe drauf mit diesem Haushalt. Die Landschaftspflegeverbände werden besser gefördert. Wir haben Programme zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Ich erinnere nur an das 100 Wilde-Bäche-Programm. Das sind alles Maßnahmen, wo wir diesen Herausforderungen Klimaschutz und biologische Vielfalt gerecht werden wollen. Wir treiben die Energie-, Agrar- und Verkehrswende voran. Über 50 Prozent des in Hessen produzierten Stroms kommt mittlerweile aus erneuerbaren Energien. 50% aus erneuerbaren Energien. Und wir kümmern uns auch um den Bereich der Wärmesanierung, gerade in der vergangenen Woche vorgestellt und im Haushalt 2021 hinterlegt. Wir wollen ein Wärmeeffizienzpaket auf den Weg bringen, um auch hier die Energiewende voranzubringen. Über 9.000 landwirtschaftliche Betriebe auf einer Fläche von 250.000 Hektar, das ist 56% der bewirtschafteten Fläche, nehmen an einem hessischen Agrarumweltprogramm teil. Das ist natürlich nur möglich, wenn man die Agrarumweltprogramme ausweitet, so wie wir das in den vergangenen Jahren getan haben und weiterhin tun wollen. Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche ist in den vergangenen Jahren um 40% gestiegen. Hessen ist Vorreiter im ökologischen Landbau, und wir haben gesagt, wir belassen es nicht bei einzelnen Ökomodellregionen, sondern mittlerweile ist durch die Programme im Haushalt ganz Hessen Ökomodellregion, meine Damen und Herren. €20 Milliarden werden in den nächsten Jahren in Schienenprojekte in Hessen investiert.
Die Mittel für Straßenverkehr werden erhöht, aber auch die Mittel für Radverkehr und Nahmobilität steigen deutlich. Und, meine Damen und Herren, Hessen ist nach wie vor das Land der preisgünstigen Flatrate-Tickets für Busse und Bahnen. Drittens, die Botschaft aus der wirklichen Welt an die Welt der SPD. Wir sorgen für mehr Chancengerechtigkeit durch den Ausbau unserer Kitas, Schulen und Hochschulen. Und hier investieren wir richtig viel Geld, und es ist gut angelegtes Geld. In den nächsten Jahren stehen für Kita-Investitionen 246 Millionen Euro zur Verfügung. 246 Millionen Euro, davon, Frau Kollegin, 169 Millionen Euro Landesmittel. Und wir haben das Geld aus dem Gute-Kita-Paket des Bundes nicht einfach genommen, sondern wir haben für jeden Euro, der vom Bund kam, noch einmal einen Euro draufgelegt und ein Gute-Kita-Paket daraus gemacht. Mit dem Gute-Kita-Paket steigern wir die Qualität in unseren Kitas. Wir verbessern die Personalmindestausstattung in unseren Kitas. Wir haben ein Programm aufgelegt zur Fachkräftegewinnung in den Kitas, weil wir wissen, dort wird die Grundlage für Chancengerechtigkeit, dort wird die Grundlage für Zukunft gelegt. Wir setzen an den Schulen unseren Weg hin zu multiprofessionellen Teams konsequent fort. Wir wollen genug Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen, aber wir wissen, dass die Aufgaben in unseren Schulen vielfältiger geworden sind und dass wir deshalb auch die Unterstützung durch andere Professionen brauchen. Wir haben die vom Land geförderte Schulsozialarbeit überhaupt erst auf den Weg gebracht und bauen sie mit dem Haushalt weiter aus. Der Sozial- und Integrationsindex, der Schulen in schwierigen Situationen mit einer herausfordernden Schülerschaft gesondert unterstützen wird, wird noch einmal weiter ausgebaut. Und wir bringen ein weiteres Element in die multiprofessionellen Teams ein, und das sind die Schulgesundheitskräfte. Auch das wird mit diesem Haushalt weiter ausgebaut. Ganztagsschulprogramm. Die Stellen seit 2014 mehr als verdoppelt. Wir haben ein Ausbautempo auch im Haushalt 2021, was es in dieser Form noch nie gegeben hat. Das sind alles ganz konkrete Maßnahmen, um die Bildungschancen zu verbessern. Und ja, wir wollen auch pädagogisch neue Wege gehen. Und deshalb steht in diesem Haushalt auch die Mittel für die pädagogisch selbstständigen Schulen, damit Schulen neue pädagogische Konzepte erproben können, damit sie Schüler noch besser individuell fördern können. Das ist die Wirklichkeit dieses Haushaltes 2021. Bei den Hochschulen greife ich jetzt nur drei der größten Maßnahmen heraus. Hochschulpakt, 4% die Grundfinanzierung der Hochschulen jedes Jahr erhöht. Digitalpakt Hochschule mit über 100 Millionen noch einmal zusätzlich zur Digitalisierung der Hochschulen. Und der dritte Baustein, die Hochschulbauinitiative Heureka, 1,7 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren, um unsere Hochschulen zu unterstützen. Sie sehen, gute Bildung, Chancengerechtigkeit ist uns in Hessen richtig etwas wert. Wir stehen für eine aktive Sozialpolitik. Auch hier seien die Stichworte genannt. Weitere Erhöhung des Sozialbudgets, Förderung der Gemeinwesenarbeit, Gesundheitspakt 3.0, Aufbau einer Antidiskriminierungsstelle und Antidiskriminierungsstruktur und Antidiskriminierungsarbeit, Beratungsstellen im ganzen Land aufgebaut und im Haushalt 2021 fortgesetzt. Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt erstmals in Hessen geschaffen und seitdem kontinuierlich ausgebaut. So geht Sozialpolitik in Hessen, meine Damen und Herren.
Wir wollen ein vielfältiges, lebendiges, kulturelles Leben in Hessen. Und deshalb lassen wir die Kulturschaffenden in Hessen nicht allein in der Krise, sondern haben hier spezifische Förderprogramme aufgelegt. Wir haben die Mittel für die soziokulturellen Zentren mit dem Haushalt 2021 dann verdreifacht, weil wir wissen, was hier für eine wichtige Arbeit in unserem Land geleistet wird. Und wir haben eine Gagenuntergrenze für Künstlerinnen und Künstler an Staats- und Landestheatern eingeführt. Wir wissen um die Bedeutung von Kultur für unsere Gesellschaft. Wir kümmern uns um die Probleme sowohl im Ballungsraum als auch im ländlichen Raum. Und hier sind die Stichworte. Die Zeit läuft mir ein bisschen weg, deshalb mache ich es ein bisschen kürzer. Der große Frankfurter Bogen und all die Wohnungsbaufördermaßnahmen, die damit zusammenhängen, insgesamt 2,2 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode. Und im Haushalt 2021 ist die Grundlage gelegt für den Aktionsplan ländlicher Raum, der im nächsten Jahr verwirklicht wird und mit dem wir uns darum kümmern wollen, dass auch der ländliche Raum in Hessen attraktiv bleibt, dass die Menschen dort gerne bleiben, dass sie dort gut leben können, dass es ein Mindestmaß an Infrastruktur auch im ländlichen Raum gibt. Wir unterstützen unsere Wirtschaft und investieren in Zukunftsbranchen und in die Digitalisierung. Tech-Quartier ist ein Stichwort, KI-Zentrum ein anderes. Die flexiblen Corona-Hilfen für die Wirtschaft hier in Hessen, weil es in der vorangegangenen Debatte angesprochen wurde, Frau Kollegin Faeser, die Ausbildungsprogramme, die wir in Hessen natürlich noch einmal verstärkt haben in der Corona-Krise, haben Sie nicht wahrgenommen, deshalb sage ich es Ihnen noch einmal. Die Gigabit-Strategie, der Mobilfunkpakt, aber auch ein Gründungsförderprogramm für Sozialunternehmertum und die Stärkung der Kreativwirtschaft. Sie sehen, wir sind auch da am Puls der Zeit und machen eine moderne Wirtschaftspolitik in Hessen. Wir wollen, dass alle gut und sicher in Hessen leben können. Und dazu gehört es, dass wir eine gut ausgestattete Polizei haben, sowohl in personeller Hinsicht wie auch bei der Materialausstattung. 1.700 Stellen haben wir seit 2014 in diesem Bereich auf den Weg gebracht. Weitere Stellen oder werden wir dann auf den Weg gebracht haben mit dem Haushalt 2021 und den folgenden Haushalten. Damit es so bleibt, dass Hessen eines der sichersten Bundesländer ist und eines der Bundesländer mit der geringsten Kriminalitätsbelastung, die es in Deutschland gibt. Jede Straftat ist zu viel, jeder Wohnungseinbruch ist zu viel. Wir ruhen uns nicht aus, aber man kann auch mal wahrnehmen, dass die Maßnahmen der letzten Jahre Erfolg hatten, meine Damen und Herren. Und man kann und muss eine ernsthafte und nicht polemische und nicht skandalisierende Debatte über den Stellenwert, über die Bedeutung, über die Rolle unserer Polizei in unserer Gesellschaft führen. Und ja, wir müssen darüber reden, wenn es Fehlverhalten in der Polizei gibt. Diesem Fehlverhalten muss nachgegangen werden. Dieses Fehlverhalten muss geahndet werden. Wir müssen Strukturen ändern, damit es zu solchen Fehlverhalten nicht kommt. All das bringen wir auf den Weg, aber ich rate uns sehr dazu, diese Debatte maßvoll zu führen und bei aller notwendigen Kritik an Fehlern und an falschen Verhalten von einzelnen Gruppen in der Polizei nicht die Polizei unter einen Generalverdacht zu stellen. Dazu rate ich uns wirklich sehr. Und deshalb ist auch der Polizei- und Bürgerbeauftragte ein wichtiges Instrument, diese Fragen, die es zwischen Gesellschaft und Polizei zu bereden gilt, die vielleicht auch Angehörige der Polizei selbst zu bereden haben, bearbeiten zu können und ihnen nachgehen zu können. Und dieser Polizeibeauftragte steht nicht nur im Haushalt. Wir werden ihn in dieser Woche auch beschließen. Endlich, meine Damen und Herren. Applaus.
Wir sagen Hass, Hetze und Rechtsextremismus den entschiedenen Kampf an. Wir haben ein eigenes Aktionsprogramm Hessen gegen Hetze aufgelegt und finanzieren es mit diesem Haushalt 2021. Wir haben eine Internetmeldestelle gegen Hasskriminalität im Netz, weil wir das eben nicht hinnehmen, weil die Anonymität des Netzes eben nicht bedeuten darf, dass es ein rechtsfreier Raum ist. Wir haben das Programm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus auf völlig neue Füße gestellt vor ein paar Jahren und seitdem die Fördermittel auf jetzt im Haushalt 2021 über 10 Millionen Euro erhöht. Auch das gut investiertes Geld für unsere Demokratie gegen Extremismus, denn in Hessen gilt kein Millimeter nach rechts. Hass und Hetze haben in Hessen keinen Platz. Und so sieht die Wirklichkeit, so sieht das Bild dann aus, wenn man sich mit dem Haushalt 2021 beschäftigt hat. Wenn man ihn gelesen hat, wenn man nicht nur das eigene Weltbild bestätigt haben wollte, wenn man nicht nur 30 Minuten darüber redet, was andere alles falsch machen, sondern sich damit beschäftigt, wie man es tatsächlich und real besser machen kann. Das ist anstrengend. Das erfordert Mühe. Da reicht es dann auch nicht, eine Floskel nach der anderen in der Rede aufzuhäufen, sondern da muss man hart arbeiten. Und genau das tun wir. Wir schultern all diese Herausforderungen, all dieser Maßnahmen trotz und neben der Corona-Krise. Wir behaupten nicht, dass wir überall schon am Ende unserer Bemühungen sind. Natürlich bleibt eine ganze Menge zu tun und natürlich stellen sich auch immer wieder neue Herausforderungen. Aber was wir schon für uns in Anspruch nehmen, meine Damen und Herren, ist, dass der Kurs stimmt, dass die Richtung stimmt, die diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen eingeschlagen haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Wagner.